Ja, das passt wunderbar eigentlich zu unserem nächsten Beitrag, denn da geht es auch um die Liebe. Und zwar war Stefan Wagner unterwegs beim IDEHOT. Das ist der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Und da hat er sich mal angehört, was die Organisatoren eigentlich zu einem solchen Tag bewegt. Regenbogenfahnen, bunte Banner und Luftballons, soweit das Auge reicht. Kein übliches Bild auf dem Mainzer Domplatz. Wo sonst Obst und Gemüse verkauft werden, wird heute ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt. Es ist der 17. Mai, internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie. Zusammen mit anderen Organisationen haben sich Mainzer Hochschulgruppen für diesen Tag etwas Besonderes ausgedacht. Matthias ist Sprecher von Schlau Mainz, einer der beteiligten Hochschulgruppen. Heute findet der Kiss-In und Hug-In im Rahmen des IDEHOT 2014 statt. Es wird die Musikerin Mine aus Mainz spielen. Und es werden auch Reden zu dem Thema gehalten. Wir werden mit Luftballons dahin marschieren, in einer Art Sternmarsch. Und später um 17 Uhr werden wir die Luftballons loslassen auf ein Zeichen von der Musikerin hin und werden uns als Zeichen gegen Homophobie und Transphobie auch küssen und umarmen. Kundgebungen, Infostände, Live-Musik, Fotoaktionen und als Höhepunkt ein Flashmob der etwas anderen Art. Doch wozu der Aufwand? Sind Homo- und Transsexualität nicht längst in der Öffentlichkeit angekommen? Im Januar bekennt sich Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger öffentlich zu seiner Homosexualität. Der transsexuelle Sänger Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst gewinnt den Eurovision Song Contest. Wozu braucht man also eine solche Aktion? Christine und Rebecca sind Sprecherinnen der Amnesty International Hochschulgruppe in Mainz. Sie haben die Aktion ehrenamtlich mitorganisiert, kennen die Hintergründe und Fakten. Die Situation vor allem in LGBTQI weltweit sehen wir bei Amnesty gerade sehr kritisch. Man hat das Gefühl, dass das sogar eher Rückschritte gemacht werden, als dass man tatsächlich vorankommt. Amnesty zum Beispiel setzt im Moment einen sehr starken Fokus auf Afrika, in denen eben über 34 Staaten Homosexualität als Straftatbestand aufführen. Also die Strafen reichen von Geldstrafe bis zu Gefängnisstrafe bis eben leider auch zur Todesstrafe. Ich denke, es ist auch wichtig, einfach ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür hervorzuheben. Der Schein trügt. So frei wie hier auf dem Mainzer Domplatz sind Homo- und Transsexuelle nicht überall auf der Welt. In 11 Ländern kann gleichgeschlechtlicher Sex immer noch mit dem Tod bestraft werden. Auch in Deutschland wird ihre Freiheit nicht komplett toleriert. Konservative Kräfte spalten nach wie vor die Gesellschaft. Homosexuelle Partnerschaften sind nicht mit der Ehe gleichgestellt, haben weniger Rechte, jedoch gleiche Pflichten. Laut Grundgesetz sind zwar alle Menschen gleich, aber manche sind scheinbar gleicher. Woher kommt die anhaltende Homophobie? Also das ist natürlich immer schwer einzuschätzen oder schwer irgendwie eine pauschale Aussage zu machen, woher solche Diskriminierungsmechanismen kommen. Also da gibt es auch soziologische Ansätze, die versuchen, das über sogenanntes Othering zu erklären. Also dass man quasi auch seine eigene Identität dadurch stärkt, dass man ein anderes schafft. Und das andere dann auch abwertet und sich dadurch aufwertet. Also es gibt solche Ansätze, aber ich würde mich da nicht positionieren, was der wirkliche Grund ist. Rebecca, Christine und Matthias sind Beispiele dafür, wie man sich als Student gegen Diskriminierung einsetzen kann. Wie sie engagieren sich auch viele andere an der Uni Mainz für das Thema. Denn Gründe für das Engagement gibt es genug. Ich finde, jeder und jede Person sollten sich engagieren dürfen, engagieren können. Und ja, das ist auch meine Motivation, denn ich möchte, dass es mir und den zukünftigen Generationen gut geht und wir alle so leben dürfen und jeden lieben dürfen, den wir wollen. Ich glaube, ich möchte am liebsten, das ist natürlich eine Utopie, aber am liebsten möchte ich in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben. Und ganz egal, ob man quasi Opfer von Diskriminierung ist oder nicht, halte ich es deshalb immer für sinnvoll, sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Das Engagement zahlt sich aus. Die Teilnehmer und Zuschauer sind sich einig. Toleranz ist wichtig für unsere Gesellschaft und die Aktion war ein voller Erfolg. Ich fand es heute sehr gut. Es ist eine gute Aktion. Es ist auch sehr wichtig. Man sollte das gesehen haben. Man sollte daran teilnehmen. Ich finde es super wichtig, dass man das auch wirklich so mitten in der Innenstadt, wo alle möglichen Passanten sind, macht. Und
es ist ja wirklich ein Thema, immer noch. Und man wird immer noch auf der Straße dumm angeguckt, wenn man Händchen hält, wenn man sich küsst und so. Und eigentlich ist es was ganz Normales, ist Liebe. Aber ja, ich finde die Aktion sehr gut. Genau. Finde ich super hier. Das war total niveauvoll und sehr schön gemacht halt. Also ganz tolle Sache, tolle Aktion. Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten, schrieb Wilhelm Busch. Jeder kann zu einer freiheitlichen Gesellschaft beitragen und die bunte Nachricht dieses Tages verbreiten. Denn Toleranz fängt bei einem selbst an.